okay. So, wir essen jetzt gemeinsam. Was sagt ihr dazu? Lecker, Schmecker. Nächste Ladung kommt. Wunderbar. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich bin hier heute beim Garten-YouTuber-Treffen im Rigottiland und wir haben jetzt gerade hier im Hühnergehege vom Rigotti die Hühner gefüttert. Da ist der Lukas vom Freizeitgarten. Und die Hühner hier, die sind wirklich super zahm, die lassen sich streicheln. Meine würden das nicht machen. Ja, und hier der nächste bekannte Punkt im Rigottiland. Der Teich. Und direkt dahinter das Fass und das Gewächshaus, beziehungsweise der Folientunnel. Ich fange einfach mal hier links an. Sehen hier Petersilie jede Menge. Die Paprika Panthos, meine Lieblingspaprika, wächst hier einfach viel, viel besser als bei mir. Hier ist sie doppelt so groß. Ihr habt meine ja vielleicht im letzten Video gesehen und die Paprikas an sich sind auch einfach viel, viel größer. Ja, hier ist dann eine Schweizer Tomate, das ist wahrscheinlich diese hier. Und hier die Indigo Rosé. Dann haben wir hier diese Paprika oder Peperoni, Chili, weiß ich gerade nicht, was es ist. Da hinten haben wir eine Art Physale, sehr, sehr kleine und auch von den Blättern ein bisschen anders. Keine Ahnung, können auch Tomatillo sein, ich will mich da nicht festlegen. Hier haben wir dann jede Menge Gurken. Einlegegurken, da sehen wir sie. Und dann schauen wir auf die andere Seite vom Gewächshaus. Noch weitere Paprikas, die Haarpaprika zum Beispiel. Hier haben wir die Goldina zweimal. Auch schon richtig schöne Früchte dran. Black Cherry. Cherny Prinz, die bekannte Cherny Prinz. Ich hatte sie noch nie im Garten. Sieht echt cool aus auf den ersten Blick. Eine super Pflanze, sehr ertragreich. Hinten, das wird wahrscheinlich auch eine sein. Ananastomate. Ja, und dann sind wir auch schon wieder vorne angelangt. Und es ist wirklich so genauso, wie man es aus den Videos kennt. Hier schön der Eingang. Da das Fass, dahinter ist das Hühnergehege. Hier der Teich. Und da ist dann das Beet. Das ist der übrigens der Patrick vom Kanal Mika Garten. Ihr kennt ihn auch schon aus den Erftstadt-Videos zum Beispiel. Hier, da bin ich mir ganz sicher, dass das Prunkbohnen sind. Die mit der orangenen Blüte, die mit der lila Blüte, da bin ich mir leider nicht so sicher. Aber das hier ist ganz sicher Spargel. Hier haben wir direkt ganz viele Brennnesseln am Folientunnel oder am Foliengewächshaus, wie man es gerne sagt. Und ich habe schon gesehen, hier vorne hinterm Teich, da wird Brennnessel ja auch angesetzt. So, nächster Ort im Rigottiland. Jetzt habe ich hier den nächsten YouTuber bei mir, und zwar Timo, der Tomatengärtner. Neuen Shirt. Genau, und jetzt sind wir hier bei den Bienen. Ja, ja. Also, ich finde, die Bienen sind wirklich so ein Wunderwerk der Natur hier. Man sieht sie schon, wie fleißig sie hier arbeiten, den Honig produzieren, auch wenn das Jahr ja bisher nicht so toll gelaufen ist, so vom Wetter her. Die Trockenheit hat denen ja stark zu schaffen gemacht. Nichtsdestotrotz sieht es doch alles ganz gut aus.
ich denke, der Rigotti kann sich auf eine schöne Honigernte freuen, oder nicht? Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und jetzt machen wir weiter mit den Beeten hier im Rigottiland. So, wir schauen uns den nächsten Ort im Rigottiland an. Hier haben wir einmal ein Wasserfass und dahinter das andere Gewächshaus bzw. den anderen Folientunnel. Wir schauen einmal grob rein. Gestern war hier noch eine große Gurke, die habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen. Das hier, gebt euch das. Riesentomaten. Und dann haben wir noch hier Basilikum, richtig großblättrig. Dann wie gesagt die Gurken, da hinten geht es noch weiter mit Paprika, da ist noch ein Kürbis zwischen. Was dieses hier ist, da können wir uns immer noch nicht einigen. Manche sagen Tomatillo Purple, das würde natürlich passen. Mit dem hier, die hatte ich ja selbst auch mal im Garten, so kam ich da drauf. Manche sagen aber auch, es ist Physalis. Von den Blättern her, ja, sieht schon nicht so sehr aus wie eine Physalis. Deswegen, wir sind gespaltener Meinung, Tomatillo oder Physalis, was sagt ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Davor dann Kartoffeln, hier sehr gut gemulcht. Sehr lockere Erde und dann haben wir hier einen Kohlrabi-Kasten oder Kohlrabi. Ja, Hochbeet kann man jetzt auch nicht sagen, leicht erhöht. Hier haben wir guten Kohlrabi, der hat gut geklappt. Der hier ist leider geschossen, das ist nichts geworden. Hier vorne haben wir dann Bohnen. Wir machen einfach mal von hier einen Überblick. Da vorne wächst Grünkohl und Rotkohl. Wenn wir da so hoch gucken, haben wir noch weitere Kohlsorten. Ich bin mir nicht sicher, ob es Blumenkohl oder Brokkoli ist. In der Mitte steht auf jeden Fall ein schöner Borretsch. Da gehen wir einfach mal hin. Hier ganz viele Erdbeeren. Viele jetzt noch in der Blüte im August. Ein paar Erdbeeren sind dran. Dann haben wir hier den Borretsch. Da vorne stehen übrigens die Bienen. Ich mache euch mal einen kleinen Rundgang. Da vorne war das B, da ist der Folientunnel und da hinten geht es dann weiter. Jede Menge Blüten natürlich hier auch dann in der Nähe der Bienen. Hier zum Beispiel dann die Sonnenblumen. Dazwischen wächst immer mal wieder ein bisschen Kohl. Hier haben wir einen Kürbis und zwar den Muskatkürbis. Wieder ein paar Blüten, Rotkohl, ganz viele verschiedene Kohlsorten, Mangold hier vorne. Und dann gehen wir hier eigentlich rüber und hier sind die Kartoffeln. Nach den Kartoffeln kommen die Erbsen, Salat, dahinter sind drei Reihen Zwiebeln, Stuttgarter Riesen. Nochmal ganz viel Kohl aneinander, da vorne ist noch Knollensellerie, Petersilie und so geht das eigentlich weiter. Auf jeden Fall hat der Rigotti deutlich mehr Platz zur Verfügung als ich. Und das ist natürlich, wenn man sich das Ganze hier anguckt, einfach ein Riesengrundstück. Und es ist schon sehr schön, jetzt hier die drei Tage hier sein zu dürfen und sich das Ganze mal angucken zu können, wie das Ganze in, ich sag mal, in echt aussieht. Das große Gewächshaus, die Hühner, da ist die Scheune. Und dann fangen wir hier im Beet an. Sonnenblumen. Dann haben wir hier die Zucchini. Die grüne. Da vorne wächst eine gelbe. Da vorne ist dann ein Zierkürbis mit drin. Gehen wir hier mal weiter, der Fenchel. Dann hier die bekannte Rigotti-Wühlmaus. Sie gibt es wirklich. Da braucht ihr keine Zweifel haben. Dann haben wir hier nochmal eine Gurke und die sieht wirklich richtig prächtig aus. 4, 5, 6 sind jetzt hier direkt nebeneinander. 7, 8. Dann haben wir hier ein kleines Stück mit ganz viel Knollensellerie. Dann natürlich ein Riesenstück mit Salaten. Wenn wir hier mal reingehen. Na, wer kennt's? Und dann hier natürlich noch das Feld mit Knoblauch. Nicht nur der Ralf an der Gartenbank, auch der Rigotti. Und da setze ich jetzt erstmal drauf. Ist schon sehr schön hier im Rigottiland zu sein. Wirklich ist sehr schön, das alles mal ja, quasi in echt zu sehen. Hier der Gemüsegarten direkt am Teich mit dem schönen Gewächshaus, dem Hühnergehege, dem Wasserfass. Ist schon alles sehr, sehr sehenswert. Ja, und hier sehen wir dann die ganzen Kürbisse, viele, viele Hokkaidos, wenn man da mal so durchschaut. Von oben sieht das auch richtig gut aus. Der Mais ist in diesem Jahr nicht so hoch geworden. Das ist bei mir aber das gleiche Problem. So, und wo schläft man beim Rigotti am besten? Natürlich direkt über dem alten Traktor auf dem Dachboden. Hier oben ist für zwei Nächte mein Schlafsack. Da liegt auch noch der Patrick vom Kanal Mika Garten.
So, wie beendet man so ein Video besser als mit den beiden Jungs, mit denen ich hier geile Videos gedreht habe? Ey, das war echt ein mega Wochenende hier im Rigotti-Land. Ich hoffe, euch hat der Gartenrundgang hier beim Rigotti gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schaut auch bei den beiden hier vorbei. Tomatengärtner, nein, das ist Freizeitgarten, das ist Tomatengärtner. Bis demnächst und ciao.